Bonjour, an diesem Ostersonntag, Joyeux Pâques, frohe Ostern wünsche ich dir. Mitten aus Paris, die Anfang dieser Woche einen unglaublich wahnsinnigen Schicksalsschlag erlitten hat. Der Großbrand in der Kathedrale Notre-Dame, der das komplette Mittelschiff zerstört hat. 1300 Eichenbalken, die das Dachgestühl ausgemacht haben, sind heruntergebrochen, haben das komplette Mittelschiff zerstört. Man konnte sehr vieles retten. Unter anderem natürlich auch die Grundbausubstanz, die Außenmauern. Aber dieses wunderschöne Bauwerk, dieses Kunstwerk der Architektur, der Gotik, ist zerstört. Wir feiern Ostern und auch da ist ganz vieles zusammengebrochen und wieder aufgebaut, aufgerichtet worden. Und ich möchte gerne an diesem Ostersonntag das Gespräch suchen mit Bischof Jacques Gaillot, der ebenfalls in seinem Leben die Erfahrung machen musste, wie alles zusammenbricht. 1995 wurde er vom Vatikan abgesetzt und ich glaube, dass er mit der Diözese Partenia, einer Internetdiözese, wieder auferstanden ist. Ich nehme dich jetzt mit in das Gespräch mit ihm. Hinter mir in diesem Haus wohnt Bischof Gaillot und schauen wir einmal, was er uns zu Ostern zu sagen hat. 1995 musstest du deinen Posten als Bischof von Evreux verlassen. Der Vatikan hat dich abgesetzt aus den verschiedensten Gründen. Worin lag für dich die Erfahrung der Auferstehung? Worin hast du den Sinn für dich noch einmal wiedergefunden als Bischof? J'ai entendu la sanction romaine avec surprise, mais je fais confiance à Dieu. Ich war sehr überrascht über die römische Bestrafung, aber ich habe sofort mein Vertrauen in Gott zurückgefunden, denn mit ihm kann mir nichts passieren. Ich werde immer mit ihm verbunden sein. Ich habe auch direkt an das Gottesvolk von Evreux gedacht. Ich habe eine kleine Botschaft verfasst. Ich höre auf, euch zu dienen, aber niemals euch zu lieben. Die römische Sanktion lautete, ab morgen Mittag um 12 Uhr sind Sie nicht mehr Bischof von Evreux. Das war so. Jetzt, 25 Jahre später, so viele Begegnungen in so vielen Ländern haben mich noch im Sinne der Menschlichkeit wachsen lassen und haben mich gegenüber anderen geöffnet. Ich glaube, ich habe ein schönes Abenteuer erlebt, auch in Evreux. Als die römische Abstrafung kam, habe ich in mir einen großen Frieden verspürt, wirklich. Ich trage in meinem Herzen weder Groll noch Hass. Ich habe mich dem Leben zugewandt. Et je peux dire que jamais dans mon cœur je n'ai eu place pour le ressentiment ou pour la haine. Non, vraiment, je me suis tourné vers l'avenir. Ja, am Montag haben wir erlebt, wie die Kathedrale von Paris brennt, das Dach eingestürzt ist. Es ist schon interessant, dass man vorher die 12 Apostel noch weggeflogen hat zur Renovierung, als hätten sie im Grunde genommen noch kurz vorher die Flucht ergriffen, könnte man fast sagen. Wie geht es dir mit diesem Flächenbrand innerhalb der Kirche? Wird es da eine Auferstehung geben? Alors, on parle beaucoup de l'Église aujourd'hui. Je crois que l'Église est provoquée à renaître. Et nous avons un moment tout à fait favorable. Parce que heute spricht man in der Tat viel von der Kirche. Ich denke, die Kirche ist herausgerufen, neu geboren zu werden. Wir erleben dafür einen außergewöhnlich günstigen Moment. Wir sind am Ende eines Systems, einer gewissen Welt. Das ist wie der Brand in der Kathedrale. Das ist unglaublich, aber so ist es. Wir haben keine andere Wahl. Und jetzt haben wir das Glück, das Ende einer Welt, eines Systems zu erleben. Wir sollten nicht sagen, was wird kommen, man muss doch so weitermachen wie bisher. Nein, es ist am Ende. Ich glaube, das ist der Moment, um zu sagen, die Kirche muss neu geboren werden, aber im Vertrauen auf den Heiligen Geist. Ça pour moi, ça me motive beaucoup. Für mich ist das Motivation, denn wir müssen jetzt die Welt begleiten, die auf uns zukommt. Und die Welt, die da jetzt auf uns zukommt, braucht eine neue Sichtweise auf Christus, die einen neuen Horizont auf die Menschheit erschließt. Qui ouvre un nouvel horizon à l'humanité. Et c'est autre chose. Alors,
Aber das wird etwas ganz anderes sein. Ja, wir müssen wieder aufbauen, wieder neu beginnen, aber der Ausgangspunkt ist das Evangelium und Jesus Christus. Das heißt, wir gehen von der Freiheit aus, die das Evangelium uns schenkt. L'Église n'est pas faite pour faire nombre, mais pour faire signe. Die Kirche ist nicht dazu da, damit sie zahlreich ist, sondern damit sie ein Zeichen ist. Wir werden vielleicht nicht viele Priester haben, nicht viele Gläubige, aber das ist nicht das Problem. Von was sind wir ein Zeichen? Von der Freiheit der Männer und Frauen. Wir sind zur Befreiung gerufen. On n'est pas fait pour zur Befreiung der Menschen, der Völker, zur Befreiung der Religion. Nicht die religiöse Praxis sollte im Vordergrund stehen. Wir sind doch geschaffen, damit wir Gerechtigkeit, Frieden und das Glück erleben können. Connaissent la justice, connaissent la paix, connaissent le bonheur de vivre. Dazu sind wir da. Also, es ist ein guter Moment, den wir nicht verpassen sollten. Ich hoffe, wir versäumen ihn nicht. Ja, und die letzte Frage, die ich gerne stellen möchte, die mich sehr beschäftigt, seit ich im Osten Deutschlands wohne und arbeite. Viele Menschen dort sind non-croyants, wie das in Frankreich heißt, also Nicht-Glaubende, Atheisten. Und die leben auch gut. Und es gibt eine ganze Reihe von Deutschen, von Christen, die sich engagieren, die sich mittlerweile die Frage stellen, wozu braucht es eigentlich noch Gott? Braucht es noch einen Gott, wenn man doch auch ganz gut ohne leben kann? N'avons-nous pas à reconnaître la grandeur de l'homme qui peut se passer de Dieu? Müssen wir nicht zunächst anerkennen, dass die Größe des Menschen unabhängig von Gott existiert? Ich kenne so viele Menschen in wunderbaren Einrichtungen. Ein atheistischer Wissenschaftler, ein jüdischer Mediziner, der Atheist war, Menschen mit Namen. Wir müssen anerkennen, dass die Größe des Menschen unabhängig ist von Gott. Gleichzeitig müssen wir die Größe Gottes anerkennen, die nicht notwendigerweise den Menschen braucht. Aber sie lässt dem Menschen die Freiheit. So lebe ich. Deshalb lerne ich von den anderen, die nicht gläubig sind. Aber wenn jemand, egal ob er gläubig ist oder nicht, etwas Gutes vom Menschen sagt, spricht er von Gott. Der, der nur fromm von Gott spricht, sagt mir letztlich nichts. Ich glaube an Gott, weil ich an den Menschen glaube. Ich denke, dass Gott zerbrechlich ist. Er ist entwaffnet, ohnmächtig. Er ist in meinem Innern, nicht irgendwo außerhalb meiner selbst. Seine Gegenwart bewohnt mich. Il est désarmé. Il est intérieur à moi-même, il n'est pas extérieur. Il est intérieur. Et que wohin ich gehe, was ich auch mache. Ich lebe quasi Gott. Das ist mein Atem. Quoi que je fasse, je dirais que je vis Dieu. C'est ma respiration. Die Kirche Notre-Dame in Paris ist ausgebrannt. Ein Zeichen des Todes, des Abschieds. Aber das goldene Kreuz über dem Altar hängt. Ein Zeichen der österlichen Hoffnung.